Hallo Leute, heute habe ich für euch einen Haul und zwar war ich bei DM und bei Müller ein bisschen shoppen und ihr kennt es bestimmt alle, man denkt sich, ja, ich kaufe nur ein, zwei Sachen bei DM, die ich brauche und es landen schließlich viel, viel mehr im Einkaufskorb und so geht es mir auch immer bei DM eigentlich. Schlimmer als in jedem Klamottenladen, um ehrlich zu sein. Aber darum soll es nicht gehen, sondern ich würde sagen, wir starten mit Müller. Da war ich und da habe ich eigentlich nur wenig gekauft. Und zwar bin ich im Moment ein bisschen auf der Suche nach einer Gesichtsmaske aus der Drogerie, die wirklich gut ist. Und zwar mit gut meine ich, die wirklich reichhaltig ist, die meine Haut wirklich versorgt, wo ich wirklich danach merke, boah, die ist so richtig satt, voll gesaugt. Und sowas suche ich. Und es soll eben nicht sein, was irgendwie mit Heilerde oder so, weil das wieder zu sehr meine Haut angreift, sondern es soll wirklich etwas sein, was zu meiner Haut sanft ist. Und da bin ich gerade ein bisschen am Rumprobieren und habe mir bei Müller zwei Masken mitgenommen. Und zwar von der Marke, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, CV. Es ist eine Eigenmarke von Müller. Eine Gesichtsmaske, und zwar ist das die Sensitivmaske Bisabolol. Habt ihr das schon mal gehört? Ich nicht. Bisabolol und Ingwer. Und das ist für trockene und sensible Haut. Und man soll davon bekommen, entspannte, ausgeglichene Haut. Und ich dachte mir, die nehme ich mal mit. Die hat auch nur 45 Cent gekostet und ist so für zwei Anwendungen. Und dann habe ich mir noch von der gleichen Marke mitgenommen, eine Milch- und Honigmaske mit Honigextrakt und Milchproteinen für alle Hauttypen. Und man bekommt davon geschmeidig, sanfte Haut. Die sieht so aus, hat auch 45 Cent gekostet. Und die werde ich jetzt dann mal die Tage testen und mal gucken, wie gut sie sind. Und dann kommen wir zum DM und da habe ich sehr viel eingekauft. Und da können wir gleich mal anfangen, da habe ich auch nach einer Maske gesucht. Und zwar wollte ich da eine Maske, die nicht nur so wie die, diese Tütchen sind, die man einmal verwendet und dann muss man sich schon wieder die nächste kaufen, sondern ich wollte irgendwas in der Tube, die ich wirklich öfter verwenden kann. Und da bin ich gestoßen auf die Balea Urea SOS Maske für sehr trockene Haut. Die ist in so einer Umverpackung und innen drin ist dann das Tübchen und das sieht so aus. Seht ihr das? Ja. Und das sind 30 Milliliter und die hat gekostet, die Balea 1,95 hat die gekostet. Finde ich okay. Ich habe mir vorher im Internet sehr viele Bewertungen durchgelesen, oder was ist sehr viele, es gab so 5, 6 Bewertungen und die waren halt alle sehr positiv. Die haben alle gesagt, dass diese Maske wirklich die Haut total nährt und am nächsten Morgen sieht man wirklich ein Ergebnis und fühlt ein Ergebnis und ich dachte mir, die probiere ich einfach mal aus. Für das Geld kann man nicht so viel verkehrt machen. Dann habe ich mir gekauft ein Haarspray und zwar von Balea. Das Power Haarspray in der Stufe 4 und das ist diese kleine Reisegröße, beziehungsweise ich benutze die immer für die Handtasche. Also ich benutze das gleiche auch in groß für zu Hause, aber so ein kleines habe ich halt immer in meiner Handtasche. Finde ich praktisch, wenn man unterwegs die Frisur kaputt geht oder man nochmal was nachmachen will oder so, finde ich einfach super. Kostet 45 Cent und mein altes war eben leer, deswegen habe ich mir wieder eins besorgt. Dann habe ich mir von Ebelin Nagellack-Entferner-Tücher mit Fliederduft gekauft. Die sind auch in so einer Packung und da sind 10 Stück drin. Und leider ist sie gerade... Ah, ich kriege sie auf. Sie ist zugeklebt gewesen, aber jetzt ist sie offen. Und es sind solche Tücher in solchen Verpackungen. Und die finde ich auch für die Handtasche oder für Reisen unglaublich praktisch. Jetzt nicht so, um sie immer zu verwenden, weil dafür ist es mir dann doch zu schade. Aber ich habe davon immer eins in der Handtasche oder ich schaue, dass ich immer davon eins in der Handtasche habe, weil mich nervt das, wenn ich meine Nägel lackiert habe und am 3., 4., 5. Tag bin ich irgendwo unterwegs und es splittert ab. Und dann muss ich mit abgesplitterten Nägeln rumlaufen irgendwie. Ich weiß nicht, das kann ich nicht leiden und deswegen habe ich davon immer was dabei, weil das kann man dann unterwegs, mache ich den Lack ab und dann habe ich lieber keinen Lack als abgesplitterten. Also da bin ich echt irgendwie extrem, ich kann das echt überhaupt nicht leiden, nicht mal wenn eine Ecke ab ist. Und deswegen, die sind super und die habe ich für 95 Cent gekauft.
Jetzt kommen wir zu einem Produkt, das habe ich jetzt schon, glaube ich, das vierte Mal nachgekauft und ich glaube, ich werde ihm ewig treu sein. Und zwar vom BB das Quick and Clean Waschgel. Das benutze ich wirklich schon jetzt lange und ich bin super zufrieden und habe es mir wieder nachgekauft für 3,65 Euro. Jetzt kommen wir zu Essence. Und zwar, ich habe schon öfter diese Clear Up Stripes benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind so für die Nase oder für das Kinn, für die Stirn, um eben Mitesser zu entfernen. Und ich hatte die immer von Nivea. Diese teureren, die sind wirklich teuer. Ich glaube, 3 Euro noch was. Und jetzt hat die Lamia in einem Video gesagt, dass sie die von Essence am besten findet. Und dann habe ich mir gleich da auf ihre Empfehlung hin einmal die für die Nase geholt, die Clear Up Stripes, und einmal für Kinn und Stirn. Und die haben jeweils gekostet 1,45 Euro, also deutlich günstiger. Also beide zusammen haben jetzt 3 Euro gekostet. Und da sind auch, glaube ich, ein paar drin. Also ich kann es jetzt gerade... Ah, 3 Stück sind jeweils drin. Also das ist echt okay für den Preis. Dann machen wir weiter, würde ich sagen, mit meinen Rasierern. Ich bin jemand, ich benutze nicht so teure Rasierer. Ich weiß nicht, ich komme mit denen nicht so gut klar. Ich habe da noch nie einen guten für mich gefunden und ich benutze schon ewig von Balea die Einwegrasierer. Das sind die rosanen. Die benutze ich schon lange. Da sind immer 4, 5 Stück sind da immer in so einer Packung drin und so eine Packung kostet 85 Cent, da kann man wirklich nichts sagen für 5 Stück. Und ich weiß nicht, ich fahre damit am besten. Also wenn ihr einen guten Rasierer habt, wo ihr sagt, boah, den musst du probieren, der macht die Beine so schön glatt, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Aber ich habe bis jetzt eben noch nicht meinen passenden gefunden. Und die kosten ja auch immer unglaublich viel. Und irgendwie habe ich es bisher nicht eingesehen, 6, 7, 8, 9, 10 Euro auszugeben für einen Rasierer, den ich dann nur testen möchte. Und wenn ich dann feststelle, er passt nicht, dann landet er im Müll. Das ist mir irgendwie zu schade. Und die sind gut, die machen alles schön weg. Und sobald sie nach ein paar Mal benutzt stumpf werden, nehme ich einen neuen. Also ich nehme die auch öfter als einmal her. Und ja, die sind ganz gut für mich. Aber wie gesagt, wenn ihr einen Tipp habt, dann lasst es mir da. Oh ja, dann kommen wir auch zum Produkt, das ich jetzt schon, glaube ich, das dritte Mal nachgekauft habe. Oder das vierte auch. Und zwar von Essence die Profi-Feile 4 in 1 heißt die. Die sieht so aus, die kommt in so einer Plastikumverpackung. So, hat eben 4 Seiten. Man kann damit kürzen und man kann damit die Nägel polieren. Und ich hatte schon andere mit so mehreren Seiten, aber mit keiner bin ich so gut klargekommen wie mit der hier. Vor allem die, ups, jetzt wäre mir fast das runtergefallen. Vor allem die Seite zum Kürzen ist hier wirklich gut. Also die ist richtig schön rau und das war bei manchen anderen nicht. Und deswegen bleibe ich jetzt der hier erstmal treu wieder. Und die kostet 1,45 Euro. Man muss sie ab und zu auswechseln, weil wenn man die raue Seite viel zum Kürzen benutzt, dann ist sie irgendwann nicht mehr rau genug. Und dann muss man halt wieder eine nachkaufen. Aber für 1,45 ist das wirklich in Ordnung. Dann habe ich ja auch ein bisschen dekorative Kosmetik gekauft. Und zwar einmal einen Lippenstift vom P2. Das ist die Farbe 100 Oxford Street. Ah, ich glaube, das könnt ihr nicht lesen. So. Auf jeden Fall ist das ein dunkles Rot, aber nicht zu dunkel. Also es wirkt jetzt ziemlich hell in der Kamera, das ist es nicht. Es ist wirklich eher ein dunkleres, eher ein Weinrot, würde ich sagen. Und sowas habe ich noch nicht. Ich habe sowieso nicht so viele Lippenstifte und habe nur so ein Knallerot. Und ich wollte gerne mal ein Weinrot, weil ich finde, das kann man dann doch mal besser im Alltag auch verwenden und ist nicht ganz so warm, sondern ein bisschen zurückhaltender. Und habe mir dazu den passenden Lip Liner vom P2 geholt. Und zwar den Perfect Color Lip Liner in der Farbe 030 Business Lady. Und der hat hinten sogar so ein Pinselchen noch zum Verwischen oder zum Auftragen vom Lippenstift. Und die zwei Sachen habe ich mir eben zusammen gekauft, um sie auch zusammen zu benutzen. Und da hat gekostet einmal der Lip Liner 1,95 und der Lipstick auch 1,95. Also beides echt okay. Und
Genau, da probiere ich die mal aus. Ich hatte vom P2 noch nicht so einen richtigen Lippenstift. Ich habe da nur die Sheer Lipsticks. Und jetzt probiere ich den mal aus und mal gucken, wie der ist. Aber ich glaube, bestimmt nicht schlecht. So, wo machen wir weiter? Genau, nochmal dekorative Kosmetik. Und zwar habe ich mir meine Lieblingsmascara mal wieder nachgekauft. Das ist die Masterpiece Max von Max Factor. Die habe ich mir wieder nachgekauft, weil es einfach für mich die beste Mascara im Drogeriebereich ist. Und die hat gekostet stolze 10,35 Euro. Aber das ist für mich okay, weil ich mit der zufrieden bin. Und zum Beispiel bei Müller, glaube ich, kostet die sogar manchmal 13 Euro, wenn ich mich nicht irre. Also vielleicht lieber bei DM kaufen. Die ist echt, echt gut. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt so eine kleine neue Liebe entdeckt, die ich mir vielleicht irgendwann gönnen möchte. Und zwar von Clinique. Die Volume, High Volume Mascara oder so, die hat auch so ein Gummibürstchen und die macht richtig krasse Wimpern bei mir, also so richtig Puppenwimpern und ganz, ganz toll, kostet halt irgendwie 26, 27 Euro. Meine Mama hat sich die gekauft und ich habe sie bei ihr ausprobiert und es war wirklich so, oh, Mama, brauchst du sie noch? Ja, okay. Also ja, sie hat sie mir leider nicht gegeben, hat sie sich auch selber neu gekauft. Aber ich überlege wirklich, sie mir irgendwann mal, wenn ich ein bisschen, keine Ahnung, Geld auf der Seite habe, sie mir zu holen, weil die ehrlich toll ist. Also sie ist ähnlich wie die hier, aber die macht hauptsächlich Länge und die macht halt, die von Clinique macht auch ein krasses Volumen gleichzeitig. Also naja, aber jetzt habe ich erstmal die hier für 10 Euro mir geholt. Dann habe ich mir geholt, was man halt so braucht, ne? Zahnpasta. Und zwar habe ich da gar nicht groß drauf geachtet. Einfach vom Blendermeet habe ich die geholt. Die Extra Frisch Complete Plus für 95 Cent. Ja, also da wechsle ich irgendwie immer ab. Hauptsache es ist irgendwas mit Frische oder Eukalyptus oder sowas. Das mag ich immer. Ich brauche so ein ganz frisches Gefühl. Und ansonsten, wie gesagt, wechsle ich durch. Und dann habe ich mir gekauft oder auch ein bisschen gegönnt, weil es auch nicht ganz so günstig war, von Sebamed die Anti-Aging Augencreme. Die wurde auch schon mal, habe ich aufgeschnappt, gelobt und viele haben mir diese Clinique All About Eyes, war mir, ist mir jetzt einfach zu teuer, mir die zu holen für, ich weiß nicht, was kostet sie, 30 Euro. Und deswegen habe ich mich eben umgeguckt, welche Augencreme aus der Drogerie gut ist. Ich hatte auch mal eine von Balea, war nicht ganz so zufrieden, habe mich wieder umgeguckt und bin jetzt auf die Sebamed gestoßen. Und die ist eben mit Q10, feuchtigkeitsspeichernde Phytopeptide, wirkt der Faltenbildung entgegen, dermatologisch und augenärztlich geprüft und hat sogar Stiftung Warentest gut. Und im Test waren 12 Augencremes. Finde ich okay. Und die hat gekostet 7,45 Euro. Also auch nicht ein super, super billiges Schnäppchen. Ich glaube, die von Malia hat irgendwie 2 Euro gekostet. Aber wenn ich dann damit zufrieden bin, dann zahle ich das gerne. Und vor allem benutze ich ja oft diesen MAC Studio Finish Concealer unter den Augen. Und der ist ja eher austrocknend. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich muss da schon mit einer Creme irgendwie dagegen wirken. Und das alles hier wieder schön auffüllen mit Feuchtigkeit. Und dann habe ich mir noch eine Gesichtspflege geholt, beziehungsweise einmal eine Gesichtscreme und einmal eine Reinigungsmilch aus der gleichen Serie, und zwar von Weleda. Die Mandelserie, das ist einmal die wohltuende Reinigungsmilch. Die ist eben für sensible und trockene Haut. Und die habe ich mir geholt für 7,75 Euro. Das sind 75 Milliliter. Und die ist eben zum Reinigen mit einem Wattepad von den Make-up-Rückständen. Und dazu passend habe ich mir die wohltuende Gesichtscreme Mandel geholt. Die kostet, und das sind nur 30 Milliliter, 10,75 Euro. Also ist schon ein stolzer Preis für so wenig. 30 Milliliter ist echt nicht viel. Aber diesmal gab es ein tolles Angebot und es hat mich auch noch ein bisschen gelockt. Und zwar zu der Creme dazu, ohne Aufpreis, sondern ganz normal für 10,75 Euro, gab es noch eine kleine Probe von dem Gesichtsöl, von dem Mandelgesichtsöl. Und das finde ich richtig toll, weil das große kostet, glaube ich, 13 Euro. Und man will ja doch davor mal testen,
was bringt es mir, wie gut fühlt es sich für mich an. Und dann bin ich auch bereit, 13 Euro zu bezahlen, wenn ich es gut finde. Aber einfach zu bezahlen und dann passt es doch nicht. Und dann habe ich 13 Euro ausgegeben. Davor graut es mir einfach immer. Und deswegen dachte ich mir, okay, dieses Angebot, 2 zum Preis von einem und so, muss ich nutzen. Und habe ich eben auch getan. Und dann eben passend noch die Reinigungsmilch. Und die habe ich mir deswegen geholt. Die hatte ich bisher noch nicht. Da bin ich mal gespannt, wie die ist. Aber ich vertrage einfach kein Gesichtswasser und ich vertrage auch keine aggressiven Reinigungsmittel. Und deswegen war es mir wichtig, dass es Naturkosmetik ist. Und bei mir ist es halt so, wenn ich mit dem BB Gesichtsgel drüber, Waschgel drüber gehe, bleibt manchmal doch noch was auf der Haut vom Make-up oder beziehungsweise von der Tagescreme, von der getönten. Und deswegen möchte ich mal versuchen, wie das mit dem hier funktioniert. So, das war es jetzt schon von meinem Haul, von meinem DM und Müller Haul. Was mich interessieren würde, wäre erstens, kennt ihr einen guten Rasierer, den ihr mir empfehlen könnt? Und zweitens, habt ihr tolle Gesichtsmasken oder habt ihr Gesichtsmasken entdeckt, wo ihr sagt, wow, die sind richtig gut und die sind auch noch aus der Drogerie und nicht so teuer? Habt ihr da irgendwas, was ihr mir empfehlen könnt? Ich mache auch manchmal selbst eine Gesichtsmaske, aber ich hätte gern auch eine gekaufte da, weil ich einfach auch nicht immer Lust habe und manchmal auch abends die einfach nur kurz draufklatschen will, ohne vorher was zusammenzumixen oder so. Deswegen die 2 Fragen an euch. Ich freue mich, wenn ihr sie beantwortet. Ich freue mich, wenn ihr mein Video bewertet. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.